Geballte Frauenpower heute Vormittag auf dem Gelände des FC Bayern. Die Managerin der Frauenfußballabteilung Karin Danner mit ihrer neuen Errungenschaft, Christin Demann von der TSG 1899 Hoffenheim. Die 23 Jahre alte Abwehrspielerin ist angereist, um hier und heute ihren neuen Vertrag beim FC Bayern München zu unterschreiben. Ich kenne es noch, als ich ein kleines Kind war, da war ich schon mal hier und habe es gesehen. Von daher hat sich schon einiges verändert seit damals, ist viel größer geworden und ist natürlich sehr beeindruckend, wenn man hier ist. Wir sind natürlich erstmal sehr glücklich, dass Christine sich für Bayern München entschieden hat. Ich denke, dass bestimmt auch andere Vereine großes Interesse gezeigt haben und dass wir sie mit unserem Gesamtpaket natürlich überzeugen konnten. Christine Demann hat in den Jahren 2011 und 2012 mit Turbine Potsdam zwei Meistertitel geholt. 2014 wechselte sie nach Hoffenheim. Im September 2015 feierte sie ihr Debüt in der Frauenfußballnationalmannschaft. Eine perfekte Verstärkung für den FC Bayern. Wir freuen uns natürlich, die nächste Zeit mit Christine arbeiten zu können. Und ich denke auch, dass sie bei uns von der Position her im Abwehrbereich uns auch weiterhelfen kann. Und somit ist es, glaube ich, für beide Seiten ein guter Transfer. Und ich erwarte mir natürlich auch, dass es für beide Seiten dann erfolgreiche Zeit wird. Ich möchte mich jetzt selber sportlich weiterentwickeln, den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, da habe ich hier bei Bayern super Voraussetzungen. Und möchte natürlich mit der Mannschaft auch den Weg, der jetzt schon eingeschlagen wurde, weitergehen. Und möglichst um Titel spielen, möglichst Titel natürlich auch gewinnen. Und als Mannschaft dann natürlich auch guten Fußball spielen. Dann herzlich willkommen. Und damit ist es besiegelt. München wird Christine Demanns neue Heimat. Nicht nur sportlich. Ich habe schon viel von München gehört, viel positiv. Ich war leider noch nicht so oft in der Stadt selber. Aber ich glaube, viel grün noch mit dem Englischen Garten oder der Isar. Ich glaube, das sind so relativ schöne Orte, wo man die Zeit verbringen kann. Es sieht alles nach der perfekten Kombination aus. München, der FC Bayern und Christine Demann. Sie hat ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufgeschlagen.